Und wir bleiben gleich beim Thema Italien und ich begrüße meinen nächsten Gast, Klaus Vogt von der Aquitas Capital AG. Herr Vogt, gestern hui, heute pfui, könnte man sagen, der DAX dann doch ziemlich enttäuscht nach dem Wahlausgang in Italien. Die Finanzwerte stehen heute auch unter Druck. Meinen Sie, dass das zu Recht ist? Ja, schon, denn die Europäische Währungsunion war ja aus ökonomischer Sicht von Anfang an ein zum Scheitern verurteiltes und damit, um es gerade heraus zu sagen, ein ziemlich dummes Experiment. Und wir wissen eigentlich alle, dass sie nicht überlebensfähig ist, also wird sie wohl früher oder später zusammenbrechen. Zu dieser Prognose stehe ich natürlich nach wie vor. Und die Menschen in den am deutlichsten überschuldeten Ländern, und dazu gehört ja auch Italien, die werden schon erkennen, dass die Währungsunion und der Ausbau des europäischen Zentralstaats nicht wirklich in ihrem Interesse sind. Und dann werden sie das Ende dieses unausgegorenen Währungsexperiments wohl auch herbeiführen. Und den Wahlausgang in Italien, den sehe ich schon als erster Schritt in dieser Richtung. Insofern ein wichtiges Signal. Herr Vogt, schauen wir uns mal dann die Aktienmärkte an. Glauben Sie da noch an die neuen Allzeithochs? Viele Experten rechnen ja noch damit, Sie auch? Nein, eigentlich nicht, denn meine Modelle zeigen für die Aktienmärkte ja schon seit geraumer Zeit wirklich die höchste Gefahrenstufe an, die wir überhaupt in der Nachkriegszeit modellierend messen können. Die Märkte sind deutlich drastisch überbewertet, überkauft, überoptimistisch hier mit Sentimentindikatoren, die teilweise neue Rekorde erreicht haben, also höher als 2007, teilweise höher als 2000, während die makroökonomischen Frühindikatoren ja einen Abschwung der Weltwirtschaft oder man muss jetzt eigentlich sagen, eine Fortsetzung des Abschwungs der Weltwirtschaft signalisieren. Diese Hosse an den Aktienmärkten wäre ja längst vorüber, wenn es die massiven geldpolitischen Markteingriffe nicht gegeben hätte. Aber dauerhaft lassen sich die Marktkräfte und die ökonomischen Gesetze ja nicht außer Kraft setzen. Der Kaiser ist nackt, eigentlich weiß es jeder. Und ich gehe davon aus, dass das in nicht allzu ferner Zeit dann eben auch zu den entsprechenden Reaktionen, Marktreaktionen führen wird. Was meinen Sie denn mit entsprechender Reaktion? Also Sie haben schon gesagt, keine neuen Allzeithochs oder keine Allzeithochs. Kommt stattdessen der große Crash? Ich gehe davon aus, dass die Märkte hier tatsächlich reif, um nicht zu sagen überreif sind für ihre nächste zyklische Bess, für die ganz normale zyklische Bess, die nach einigen Jahren Hoss, egal ob die jetzt künstlich oder tragfähig war, typisch normal und üblich ist. Und im Rahmen langfristiger Abwärts- oder Seitwärtstrends ist die durchschnittliche Bässe eben, gemessen am S&P 500, ja rund minus 40% stark gewesen. Die durchschnittliche. Und wenn ich mir die Welt im Moment so anschaue, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir doch eher eine überdurchschnittliche Bess erleben werden und dass das Jahr 2013, ich hatte eigentlich schon im vergangenen Jahr damit gerechnet, dann doch das Jahr der Wahrheit sein wird. Also keine guten Aussichten, da sagt Klaus Vogt. Danke für Ihre Einschätzung. Es war meine Freude. Dankeschön.